So, Thema eben die Bibliotheken und die Verlage zum Umgang mit Metadaten und in der Hoffnung, ein besseres gegenseitiges Verständnis zu wecken und nicht 30 Stunden dafür zu brauchen, sondern in einer Stunde ein ganzes Stück weit zu kommen. Wir haben das Thema ein Stück weit begrenzt auf wissenschaftliche Bibliotheken und auf E-Books. Wir reden also nicht unbedingt von Zeitschriften, Artikeln. Und wir reden auch nicht von öffentlichen Bibliotheken. Das würde das Thema dann doch sprengen. Und so, wenn wir da relativ kompakt sind, haben wir einen schönen Überblick von dem. Wir haben zwei ausgesprochene Spezialistinnen gefunden und gewinnen können für die Präsentation. Das ist einerseits Diana Henschke vom ZBW. ZBW ist das Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. Und andererseits Berit Genert vom Leibniz Infozentrum Technik und Wissenschaft, Naturwissenschaft, Entschuldigung, kurz TIB. Und in der Vorbereitung habe ich auch ganz schön viel gelernt und habe unter anderem gemerkt, dass Informationszentrum für diese beiden Einrichtungen nicht so hochgegriffen ist. Denn die ZBW hält den weltweit größten Bestand an wirtschaftswissenschaftlicher Literatur mit ca. 12 Millionen Titeleinträgen. Und die TIB hat in ihrem Bestand, in ihrem Suchindex von Beiträgen, sage und schreibe 143 Millionen Einträge, die im übertragenen Sinne alle über den Schreibtisch oder PC von Berit gegangen sind in den letzten, ich weiß nicht, 8 bis 15 Jahren oder so. Also Hut ab, das sind unsere Mengen oder zumindest das, womit ich manchmal zu tun habe. Wenn ich auch schon denke, es ist viel, dann ist es trotzdem noch in Größenordnungen mehr. Jana Henschke ist da im Team Metadatenmanagement in der ZBW und in der Koordination des Electronic Resource Management. Und die Berit koordiniert seit mehr als 15 Jahren eben diesen Suchindex, die Discovery-Lösung, die da drauf sitzt und ist als Schnittstelle zwischen IT-Entwicklung und bibliothekarischem Kernbereich tätig. Und beide sind in der Arbeitsgruppe Kompetenzzentrum interoperable Metadaten engagiert, von dem aus auch ich diesen Impuls dann letztlich bekommen habe. Da haben sich die Bibliotheken zusammengetan, um sich mit Standards von Metadaten, Metadatenimporten und so zu beschäftigen. In gewisser Weise ist es auf der Bibliotheksseite das Gegenstück zu unserer IG-Produktmetadaten. So, und damit wir ein bisschen einen Überblick kriegen, woher unser Publikum sich oder wie unser Publikum sich zusammensetzt, würden wir gerne mit einer kleinen Umfrage starten und euch bitten, uns einfach einen Hinweis zu geben, aus welchem Bereich ihr kommt und wie sich eben die ganze Gruppe von inzwischen 151 Teilnehmern zusammensetzt. Xenia, lässt du das gerade los? Dann seht ihr alle diese Umfrage und bitte euch, da einmal zu klicken und es abzuschicken. Ja. Okay, da haben wir also doch einen starken Anteil von Bibliotheksteilnehmern. 65% sehe ich da. Wunderbar, vielen Dank für euer Interesse. Schön, euch als Gäste hier begrüßen zu dürfen. Dann können wir das gerade freigeben, oder Xenia? Dann kann jeder mal einen Blick werfen. Ich gebe es gerade frei. So. Und dann geht es auch schon weiter. Also die Jana und Berit werden uns was über das Zusammenspiel von Bibliotheken, Bibliotheksgruppierungen und das Prinzip der Pakete erklären.
Das ist jetzt natürlich für die Bibliotheksteilnehmer nicht so spannend. Wahrscheinlich kennt ihr das meiste davon. Aber wie gesagt, auf der Verlags- und Buchhandelsseite ist es durchaus ein sehr interessantes Thema. Dann stellen uns die beiden die Schmerzpunkte vor, unter denen die Bibliotheken im Zusammenhang mit Metadaten von Verlagen oft leiden und welche Lösungsansätze sie bisher erarbeitet haben und darauf hoffen, dass wir die ein Stück weit und immer mehr implementieren können, damit die Bibliotheken ihre Budgets entlasten können und letztendlich mit dem Geld, das sie zur Verfügung haben, Bücher einkaufen können, anstatt es in die Nachbearbeitung lückenhafter Metadaten stecken zu müssen. Wenn während der Präsentation Fragen entstehen, bitte sehr gerne, schreibt die einfach in den Chat. Bei der großen Teilnehmerzahl können wir, glaube ich, nicht so sehr mit Handheben und direkter Ansprache arbeiten, sondern einfach in den Chat schreiben. Wir werden den Chat beobachten und dann im Anschluss an den Vortrag die interessanten Fragen da rausholen und möglichst gucken, dass wir alle beantworten. So. Mehr habe ich auch nicht zu plaudern. Liebe Jana, dann herzlich willkommen mit deiner Präsentation. Ja, herzlichen Dank. Klappt das mit der Freigabe? Könnte jemand noch die Umfrage wegdrücken? Ja, die muss, glaube ich. Die ist schon weg, alles klar. Berit und ich treten jetzt eben an dem ersten Teil der Veranstaltung, um eigentlich mit der Zielgruppe der Verlagskolleginnen hier einen kleinen Überblick über unsere Bibliothekswelt zu geben. Das heißt, für alle anwesenden Bibliotheksweltbewohner ist das jetzt wahrscheinlich ziemlich langweilig, aber gut zu wissen, weil man ja auch immer auch subjektiv spricht, dass alle da sind und wir dann im Diskussionsteil das Ganze auch noch ergänzen und korrigieren oder anders darstellen können gemeinsam. Und Berit und ich sprechen natürlich einerseits vor den Hintergründen unseres Arbeitsalltages, was den Herbert erwähnt hat, aber eben auch vor unserem Austausch in der DINI AG KIM, Kompetenzzentrum Interoperable Metadaten, und da konkret im Projekt Selbsthilfegruppe Verlagsmetadaten ist der etwas augenzwinkernde Titel, dessen Thema ja jetzt hier dann im Titel auch aufgenommen wurde. Wir sind da seit ungefähr 3 Jahren zugange und treffen uns mit KollegInnen vierteljährlich, um eben uns auszutauschen unter den Leuten, die eben mit bibliografischen Daten aus Verlagen zu arbeiten, und haben da seit über der Hälfte der Zeit eben dann auch mit Herbert das Bindeglied zu ihrer Welt, der Verlagsseite, und freuen uns einfach sehr, dass wir da jetzt heute auch zusammenkommen und in direkten Kontakt treten können. Was wir jetzt vorhaben, ist für den Ausschnitt des wissenschaftlichen Bibliothekswesens und den Bereich der E-Books die bibliografischen Datenflüsse und Akteure zu beleuchten. Einmal werden wir die Akteure vorstellen, dann Schmerzpunkte darstellen im Handling von den bibliografischen Daten, die wir eben aus dieser Selbsthilfegruppe Verlagsmetadaten auch mit den anderen Kolleginnen zusammen analysiert haben bisher schon. Und dann noch ein kleines Detail beleuchten, den Aspekt der Paketinformationen und Knowledge Bases. Ich beginne mit der Vorstellung der folgenden Akteure. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, also ich richte mich jetzt mal an die Verlags-Crowd hier, oder ich weiß nicht, ob ihr es wisst, wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland sind eigentlich ziemlich flächendeckend eingeordnet in 6 Bibliotheksverbünde, die sich regional aufteilen und in der Regel von einer Verbundzentrale zusammengehalten werden, so ist häufig das Wording.
die dann dafür zuständig ist, die Verbunddienstleistungen zu erbringen. Das sind dann am klassischsten der Betrieb und der Aufbau eines Verbundkatalogs und der Betrieb der Datenbanken dafür, Softwarebereitstellung eben für die verbundteilnehmenden Bibliotheken und aber auch das Orchestrieren und Betreiben der ganzen Datenflüsse, die damit zusammenhängen. Deswegen, darauf will ich jetzt an der Stelle hinaus, sind eben Verbundzentralen gute Verteilzentren für bibliografische Metadaten, das einmal vorweggeschickt. Dann kennen die Verlagsvertreterinnen sicherlich die Deutsche Nationalbibliothek, weil sie ihre Pflichtexemplare dahin abliefern. Das ist in Deutschland die Nationale Archivbibliothek und jetzt sehr, sehr runtergebrochen Betreiberin einer großen weiteren Datenbank, wo eben bibliografische Metadaten leben. Hier dann zu dem erstmal hauptsächlichen Zweck, die deutsche Nationalbibliografie daraus zu erzeugen und jetzt mal ja sehr ins Unreine gesprochen, einfach die Metadaten zu dem Archivgut dann zu haben. Und die Deutsche Nationalbibliothek ist aber in ständigem Datenaustausch mit den Bibliotheksverbünden. Das ist seit langem etabliert, dass eben von der Nationalbibliothek in die Verbünde auch Daten fließen. Dann kommen wir zu den einzelnen Bibliotheken, die jetzt, wenn neue E-Books lizenziert wurden, erstmal grob zwei Interessen haben. Phase 1, zu diesen neuen E-Books also diese neuen E-Books eindeutig identifizieren zu können, um sie in ihrem Bibliotheksmanagementsystem verwalten zu können, also inventarisieren, Rechnungen abzuheften, also zuzuordnen, solche Sachen, die nächsten Arbeitsschritte damit zu verwalten und zu steuern. Und dann zweites Interesse, nächster Schritt ist dann da zu diesen neuen E-Books aussagekräftige bibliografische Metadaten in, nennen wir es mal klassisch, ihren Bibliothekskatalog zu bekommen, also das Nachweissystem, was sich eben an die Nutzer der Bibliotheken dann primär richtet. Das ist alles furchtbar vereinfacht. Auch die Verlagskolleginnen werden sicherlich schon mit viel Detail konfrontiert worden sein, dass einige Bibliotheken oder die meisten vielleicht am Ende auch noch irgendwelche Sonderaufgaben haben, neben dem klassischen Bibliothekskatalog dann vielleicht noch ein Fachportal betreiben oder ein anderes spezielles Nachweissystem. Und damit geht eben einher die unterschiedlichen Rollen innerhalb, also die einzelnen Bibliotheken dann einnehmen können, dass wir dort auch dann unterschiedliche Expertise und Handwerkszeug in Bezug auf das, die bibliografischen Metadaten haben. Also Sie werden, vielleicht kennen Sie das, die Verlagskolleginnen, dass Sie halt Kunden haben, die vollkommen darauf angewiesen sind, dass ihre Daten, die sie ihnen liefern, eben genau das, die Anforderungen erfüllen, die dann lokal vorherrschen, und andere sind da vielleicht irgendwie ein bisschen flexibler, weil sie selber noch kleine Datenkonversionen ausführen können und liefern dafür aber dann vielleicht komplexeres Feedback, was die Validation von Datenformaten angeht oder so. Da gibt es dann eine breite Bandbreite. Ja, whatever. Dann möchte ich noch vorstellen, als letzte im Bunde Bibliothekskonsortien, das werden die Verlagsvertreter vielleicht auch kennen als Art von Kunden. Das sind also so eine Art Einkaufsgemeinschaften, wenn sich mehrere Bibliotheken zusammenzutun, um halt gemeinsam Konditionen zu verhandeln und Lizenzverträge auszumachen. Und so ein Konsortium erbringt dann eine Dienstleistung gegenüber den teilnehmenden Bibliotheken. Zum einen eben die Kernsache, mit ihnen zu verhandeln und vielleicht auch irgendwie die Rechnungen zuzuordnen oder weiß nicht, da gibt es unterschiedliche Szenarien, aber vielfach eben auch sich um die Verteilung der bibliografischen Metadaten zu kümmern. Und das wollten wir ja noch vorwegschicken, dass eben Konsortien dann auch ein guter Ansprechpartner sind, weil sie damit eine ganze große Reihe von dahinterhängenden Bibliotheken auf einmal abfrühstücken.
bei der Datenverteilung. Ja, und diese bisher simplen Wahrheiten nochmal in einem sehr viel simpleren grafischen Zusammenhang gebracht. Sie kennen den Datenfluss von des Pflichtexemplars zur Nationalbibliothek. Sie kennen die Belieferung der einzelnen Bibliotheken oder vielleicht auch von Verbünden schon. Und wenn wir das jetzt mal sehr vereinfacht ausdrücken in Datentöpfen, dann sind eben die Verbundkataloge relativ groß darzustellen. Die Bibliothekskataloge der einzelnen Bibliotheken sind dann häufig nur Teilsichten, Ausschnitte von so einem Verbundkatalog. Und auf eine Datenbank möchte ich in dem Zusammenhang hier jetzt noch besonders hinweisen. Seit ein paar Jahren ist sehr etabliert und eingespielt der E-Book-Pool, eine Datenbank, die gemeinsam von zwei Verbünden betrieben wird, aber deren Daten auch den übrigen Verbünden zur Verfügung stehen. Das heißt, dass es also für die bibliografischen Daten zu E-Books, über die wir jetzt hier heute reden, auch ein besonders attraktives Ziel. Ja, und der Layer von dem Konsortium, der sich dann auch irgendwie über die Verbundgrenzen hinweg gruppieren kann und auch ein Datenempfänger sein kann. Ja, das gibt vielleicht schon so ein bisschen den Eindruck, oder es klang schon an, dass die unterschiedlichen Akteure eben unterschiedliche Dinge tun mit diesen Datenlieferungen. Ich will gar nicht groß drauf eingehen. Wichtig zu bemerken finde ich allerdings, dass eben nur diejenigen, die eben die Lizenzverträge mit ihnen verhandelt haben und die Vertragsgegenstände, dann wirklich in der Lage sind, die Vollständigkeit von den Datenlieferungen zu beurteilen. Das sind dann eben die einzelnen Bibliotheken oder eben Konsortien. Und am anderen Ende der Skala mit sehr viel Mischmasch noch dazwischen, aber am Ende kann man sagen, häufig sind es halt dann die Verbundzentralen, die richtig hart mit den Daten arbeiten und dann wirklich die umherschaufeln. Und aus diesen unterschiedlichen Rollen ergeben sich auch unterschiedliche Sichten auf die Daten, auf die Berit dann jetzt eingeht. Ja, danke, Jana. Also ich nehme jetzt mal einen dritten Akteur oder sortiere die Akteure mal anders dazu, nämlich die Verlage. Wir haben hier auf der Grafik drei Akteure, Technik, Verlage, Bibliotheken, wobei die Technik so zu sehen ist als Platzhalter, dass sie sowohl in Bibliotheken als auch in Verlagen als auch in speziell dafür ausgestatteten Verbundzentralen wirksam wird. Also im Prinzip ist damit gemeint die gesamte technische Infrastruktur, die einrichtungsungebunden vorkommt in diesem Konglomerat. Dann haben wir die Parameter, Struktur, Format, Inhalt und in der Mitte halt die Metadaten. Idealerweise ist alles, stimmt alles. Und die verschiedenen Akteure haben natürlich verschiedene Schwerpunkte, was sie von Metadaten erwarten. Und das stelle ich jetzt auf der nächsten Folie vor. Genau, ich nenne es mal die Befindlichkeiten, denn wir befinden uns ja hier auf der Couch. Die Verlage möchten ihre Inhalte attraktiv vermarkten und breit gestreut anbieten. Deshalb ist für sie wichtig, dass Inhalt und Format stimmt. Das Format sollte gängig sein, damit man es eben breit gestreut anbieten kann. Und die Inhalte sollten so aussagekräftig sein, dass man animiert wird, den Titel oder die E-Books zu erwerben. Bibliotheken möchten ihre Bestände nachweisen, erschließen, vermitteln und zugänglich machen. Das ist das Wichtigste. Was ich kaufe, soll auch genutzt werden. Und das möglichst vollständig und in ihrer eigenen Infrastruktur, die in Deutschland sehr heterogen ist. Das heißt, es gibt, wie wir gleich sehen werden, verschiedene Schmerzpunkte, die aus dieser Heterogenität entstehen.
Ebenso davon betroffen von dieser Heterogenität ist natürlich die Technik, denn die Technik muss Metadaten maschinell verarbeiten und prozessieren können und ist davon abhängig, dass bestimmte Standards eingehalten werden auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch regelwerkskonform geliefert wird. Das heißt, die eher inhaltlichen Anforderungen ans Regelwerk müssen in eine technische Infrastruktur hineingepresst werden. Da entstehen auch unterschiedliche Schwierigkeiten. Und das Ziel ist natürlich, dass die ganzen Prozesse rund um Metadatenverarbeitung vollautomatisiert werden. Was alle möchten, aber unter Umständen nicht immer dasselbe darunter verstehen, ist, sie möchten faire Metadaten haben, also nach den FAIR-Prinzipien. Das heißt, findable, accessible, interoperable und reusable Metadaten. Und das findable, muss ich dazu noch mal kurz sagen, steht nicht für die Auffindbarkeit der dahinterstehenden bzw. beschriebenen Objekte, sondern dass die Metadaten auffindbar sind. Das heißt, sie müssen irgendwo herkommen. Und die Zugänglichkeit eben auch muss irgendwie gewährleistet sein. Dazu komme ich gleich, denn der Schmerzpunkt Lieferketten ist gleich der erste Schmerzpunkt, den ich hier vorstellen möchte. Wie kommen die Metadaten eigentlich an ihr Ziel oder an die Einrichtung, die sie dann präsentieren muss? Ja, Verlage beliefern alle, die Bibliotheken direkt, die Verbundzentralen oder die Konsortien. Die Bibliotheken tauschen mit Verbundzentralen Daten und mit konsortialen Einrichtungen. Verbundzentralen tauschen Daten mit konsortial führenden Einrichtungen und mit Bibliotheken. Also man sieht hier, die Lieferketten sind recht wirr. Im Prinzip sind sie individuell verhandelbar, müssen eigentlich für jedes Produkt festgelegt werden. Es gibt keine einheitliche Struktur darin. Das macht es nicht einfach, das ist zeitaufwendig und personalaufwendig. Ja, eben dann gleich direkt gehe ich zum Datenbezug. Es gibt eben vielfältigste Übermittlungswege, FTP, aktiv, passiv. Das heißt, ich hole mir Daten von einem Server oder stelle diese über einen Server zur Verfügung. Es gibt aber auch ganz schreckliche Dinge wie Mail-Anhänge in textbasierter Form. Mögen wir alle überhaupt nicht. Es gibt Downloads, die im Admin-Bereich des Anbieters liegen. Das heißt, man muss sich erstmal Zugänge verschaffen oder lizenzieren lassen. Dann gibt es keine standardisierten Schnittstellen oder es gibt einen Download über öffentlich verfügbare Webseiten, was die Techniker ganz schrecklich finden. Das heißt, sie müssen Seiten crawlen. Ist ein bisschen prekär, möchte ich mich jetzt auch nicht weiter zu äußern, aber das ist nicht sehr beliebt. Das führt, diese Heterogenität der Übermittlungswege führt auch dazu, dass Automatisierung von Workflows erschwert wird, weil man eben so viele verschiedene Wege hat und dass die Abholung von einem Anbieter nicht übertragbar ist auf die Abholung bei einem anderen Anbieter. Der nächste Schmerzpunkt ist Kontakt und da möchte ich jetzt ausdrücklich betonen, das gilt beiderseitig. Auch in den bibliothekarischen Einrichtungen sind Ansprechpartnerinnen oft nicht bekannt, fühlen sich nicht zuständig, sind nicht kompetent. Das hat jetzt nichts, soll jetzt kein nicht abwertend klingen, aber es fehlt einfach die Fortbildung oder es fehlt die Ausbildung, um mit bestimmten Dingen umzugehen, sind teilweise nicht erreichbar. Und das führt eben dazu, dass man gegenseitig auch nicht reklamieren kann, wenn was nicht läuft. Wo soll ich reklamieren, bei wem und in welcher Form, also auf welchem Weg? Genau, nächster Schmerzpunkt, Format. Da gibt es viele Adjektive, die wehtun. Format unstrukturiert. Ich hatte die E-Mail-Anhänge erwähnt. Das, was vielleicht inhaltlich strukturiert aussieht, zum Beispiel Excel-Tabellen, ist für uns unstrukturiert, weil maschinell nicht verarbeitbar. Dann gibt es unübliche Formate. Idealerweise hat man bekannte Formate wie Unix, MAC 21, JSON und viele andere mehr, wo sehr leicht eine Schemadokumentation zugänglich ist. Das erleichtert einem die Verarbeitung. Dann kommt es vor, dass
Daten einfach technisch nicht valide sind, weil sie schlecht aufbereitet sind. Also es können Codierungsfehler dahin vorkommen. Dann schlägt der Import fehl und so weiter. Sehr ärgerlich ist das Fehlen von Parametern. Wir brauchen für die Weitergabe von Daten und dafür, dass wir Dinge zugänglich machen müssen, unbedingt Identifier jeglicher Art, und auch dazu gehören auch URLs. Es können bibliografische Elemente fehlen, das heißt, ich kann Datensätze nicht zuordnen, weil sie als Bestandteil von einem übergeordneten Element veröffentlicht werden, und wenn das nicht identifiziert werden kann, habe ich Schwierigkeiten, das abzubilden in der bibliografischen oder bibliothekarischen Infrastruktur. Dann kommt es vor, dass Inhalte vermischt werden. Also wir zum Beispiel in der TIB hatten schon Metadatenlieferungen, da waren dann mittendrin Volltexte oder auch Videos zu oder Vorschaubilder, und das war alles nicht voneinander differenziert. Das muss man sich dann mühsam erschließen, woran man jetzt erkennt, das ist jetzt ein Volltext und das ist jetzt kein beschreibender Metadatensatz. Das erschließt sich nicht immer direkt. Und was auch vorkommt, sind juristische Restriktionen, dass irgendeiner meint, unser Datensatz, der muss jetzt unbedingt erkennbar sein, dass der von uns kommt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Discovery Index schon dreimal dieselbe Publikation habe, weil sie von irgendwelchen Open Access Plattformen kommt oder so, dann darf ich diese Metadatensätze nicht vereinen. Oder ich kriege Restriktionen für die Anzeige, dass ich nicht bestimmte Elemente nicht ausgeben darf für die Anzeige, weil man die auswerten und weiterverwerten kann. Das sind alles Dinge, die wir als nicht fair bezeichnen, weil sie alles das, was fair ist, erschweren. Nächster Schmerzpunkt und nicht der unwichtigste ist Geld. Also alles, was wir einspielen möchten, wurde ja irgendwann auch mal bezahlt oder vergütet. Wenn wir Daten nicht einspielen können, können wir das Dienstleistungsangebot nicht machen oder nicht leisten. Das heißt, wir können Objekte nicht zur Verfügung stellen. Das ist auf der anderen Seite sollte das gegen das Interesse sein, Metadaten zu verteilen. Ja, und es gibt ein Regressrisiko, das zwar aktiv noch nicht vorgekommen ist oder aktuell anscheinend noch nie vorgekommen ist. Also wir haben aber zum Teil im Artikelbereich, also hier geht es ja auch hauptsächlich um E-Books, aber wir haben im Artikelbereich auch Deadlines, bis zu welchem Zeitpunkt Angebote verfügbar sein müssen über unsere Portale, Suchindexe und so weiter. Bisher ist es noch nicht vorgekommen, dass einer gesagt hat, nee, dann lassen wir das Ganze und gib mir mal meine Daten wieder. Aber theoretisch besteht dieses Risiko. Ja, und das Hauptsächliche ist dieser ganze zunehmende Aufwand, der mit der Prozessierung von technischen Metadaten einhergeht. Auch der enorme Boom im E-Book-Bereich führt dazu, dass mehr Aufwände betrieben werden müssen, für die die meisten Bibliotheken weder das Personal noch die Technik haben. Das heißt, Arbeiten werden auf die Verbundzentralen verlagert, die auch Personal- und Ressourcenprobleme bekommen und so weiter und so fort. Also Schmerzpunkt Geld ist nicht zu unterschätzen. Last but not least, und das ist dann auch schon meine Überleitung wieder zu Jana zurück, der Schmerzpunkt Inhalte, Lieferumfang, man kann es auch als Qualität bezeichnen und es kommen wieder viele Adjektive vor. Metadaten können nicht schlüssig sein, das heißt nicht schlüssig, sie sind in sich nicht stimmig. Da werden plötzlich zu einem, sag ich mal, Lizenzpaket an unterschiedliche Lizenzierungszeiträume angeboten. Das trifft auch den letzten Punkt, dass Daten nicht konsistent sind. Ganz schlimm ist, wenn sie nicht aktuell gehalten werden. Das heißt, wenn Titel wandern von einem Paket ins andere und das nicht vermerkt wird in den Metadaten. Wenn sich Plattformen ändern, die URLs für den Zugriff ändern sich, das führt alles dazu, dass man nicht drauf zugreifen kann. Unvollständigkeit hatte ich bereits erwähnt. Oft fehlen Parameter für die Zuordnung zu einzelnen Paketen oder zu Lizenzen. Das ist sehr wichtig. Dann kommt es natürlich vor, dass ein Datenproduzent irgendwohin Metadaten liefert. Der liefert die wiederum und
Also wir kriegen manchmal Daten, die schon 4 oder 5 Mal transformiert wurden. Man kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie die Daten mal ursprünglich gedacht und auch waren und wie sie ausgesehen haben. Und es ist immer schwierig, wenn man die Ursprungsquelle gar nicht kennt. Denn es gibt doch so eine, sage ich mal, inoffizielle Vertrauenswürdigkeit für die Herkunft von Metadaten. Metadaten sind zum Teil auch nicht rechtskonform, weil sie bestimmte Nutzungsrechte nicht abbilden können, nicht zuzuordnen, entspricht dem Punkt nicht selektiert oder nicht selektierbar. Jo, und nicht konsistent, hatte ich schon erwähnt. Das alles führt dazu, dass eine Vollständigkeitsprüfung kaum möglich ist oder sehr erschwert wird. Und ohne Vollständigkeitsprüfung kann ich sagen, werden Daten in der Regel nicht importiert oder können nicht importiert werden. Und warum das so weh tut, erzählt Jana jetzt. Konkret an den Beispielen der verschiedenen Lieferformate oder Paketformen. Ja, das nehmen wir mal als Anlass noch für einen kleinen Detailausflug eben in diesem Bereich. Denn bisher haben wir uns ja über die bibliografischen Metadaten unterhalten und jetzt ja eine andere Art von Metadaten, nämlich Daten über diese Pakete an sich und die Systeme, in denen sie verwaltet werden, nämlich sogenannte Knowledge Bases. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen falsch rum, dass ich hier der Verlags-Community was darüber erzählen will, weil das ja eigentlich was ist, was nach meinem Verständnis aus Ihrer Richtung kommt. Aber vielleicht können wir das so als Test nehmen. Ich sage das mal laut, wie wir das verstehen, und dann können wir uns hinterher darüber unterhalten, ob wir das richtig angehen. Also heutzutage ist es einfach ganz üblich, die E-Books in dieser Verkaufseinheit Paket anzubieten oder zu lizenzieren. Und auch für die Bibliotheken ist diese Verwaltungseinheit Paket total praktisch, weil effizient bei Inventarisierung, Verwaltung von Nutzungsrechten oder Zugriffssituationen und so weiter. Aber für diese Aufgaben ist es für uns dann eben auch essentiell, dass diese Pakete selber beschrieben werden, und um diese Art von Metadaten geht es jetzt hier. Genauso wie über die einzelnen E-Books wir das als Anforderung an deren Metadaten haben, ist es bei den Paketmetadaten auch dann enorm wichtig, dass wir sie halt eindeutig zuordnen können, dass sie identifizierbar sind. Und das sicherlich wichtigste Beschreibungsmerkmal von so einer Paketinformation, Beschreibung, ist dann eben die Liste der enthaltenen Titel. Die sollte möglichst im Standard-Titellistenformat KBART vorliegen, dazu gleich noch mehr. Und die Paketinformationen sind einfach so früh wie möglich wichtig für uns, um die Sachen effizient verwalten zu können. Und bei Paketen, die nicht abgeschlossen sind, ist es dann eben die ganze Lizenzlaufzeit auch wichtig, dass sie eben aktualisiert werden auch. Das ist so das, was uns umtreibt. Und jetzt der kleine Einschub zu diesem Standard, der ja Ihnen vielleicht viel besser bekannt ist, der Verlags-Community hier, als mir. Ich kann nur sagen, es ist ein ISO-Standard. Ich würde es mal so runterbrechen. Es ist im Prinzip eine Tabellenstruktur mit standardisierten Spaltennamen. Was dabei inhaltlich jetzt wichtig ist, ist eben, dass dadurch einerseits das Paket, was diese KBART-Datei dann beschreibt, eindeutig identifiziert wird, und eben auch in dieser Tabellenstruktur auf Zeilenebene dann die einzelnen enthaltenen E-Books eindeutig identifiziert werden, und zwar so gut, dass diese Identifizierung, diese Identifier dann auch taugen, um zu den separaten bibliografischen Metadaten eindeutig Bezug herzustellen. Für uns macht die Veröffentlichungsform dieser Dateien dann noch einen großen Unterschied. Es ist eine ganz andere Situation, ob wir jetzt ein-, zweimal im Jahr auf Nachfrage da
eine Datei als E-Mail-Anhang bekommen oder ob diese KBAT-Dateien unter öffentlich zugänglichen URLs laufend aktualisiert, veröffentlicht werden. Und warum das einen Unterschied macht, sieht man, wenn wir jetzt darauf gucken, auf den Ort, wo diese Beschreibungen dann wirken sollen und tun, schon. Das sind die sogenannten Knowledge Bases. Das ist jetzt seit einiger Zeit ein akzeptiertes Nachweisinstrument für sich. Das hat sich über die Jahre vielfach, haben sich Dinge unter diesem Namen an anderen Systemen dran entwickelt. Aber heutzutage ist das eben, hat das seine eigene Daseinsberechtigung und wird jetzt einfach ausgedrückt, gefüttert mit Paketinformationen in Form von KBAT-Dateien und Paketidentifiern. Knowledge Bases werden genutzt, zum Beispiel aus Bibliotheken dann, indem die Bibliotheksmanagementsysteme vor Ort daran angeschlossen werden und man eben mit einem Klick sagen kann, so, ich habe dieses Paket, Klick, und dann kann ich die Ressourcen als Gruppe dann eben verwalten. Wo dazu gehört dann auch als einer der nächsten Schritte eben durch möglichst diese eindeutige Identifizierung auf Titelebene, dass auch die Bestandsnachweise in den bibliografischen Nachweissystemen automatisch erstellt werden können. Und was auch immer mehr passiert, ist, dass diese Knowledge Bases zum eigenen Erwerbungsinstrument für die Bibliotheken werden, dass eben wenn die Bibliothek da eine Reihe von Titeln hat, E-Books, die interessieren, dann aus der Knowledge Base deutlich wird, was sind da die Pakete, die dann vielleicht als Erwerbungseinheit in Frage kommen und wie ist die Datenlage da, um da dann eben eine informierte Erwerbungsentscheidung zu treffen. Ich nehme mal drei Beispiele, weiß nicht, was davon schon so bekannt ist. Es gibt zum einen die EBSCO Knowledge Base. EBSCO ist ja eine Firma, die in vielen Rollen auftritt, einerseits selber als Content-Lieferant, aber auch als Content-Bereitsteller, als Content-Anbieter, wollte ich sagen, und aber andererseits auch als Lieferant eben für uns Bibliotheken oder auch als Softwarebetreiber, die Discovery-Lösungen oder Bibliothekssysteme da angeboten werden. Also mit der EBSCO Knowledge Base bedient man also den relativ vielfältigen Kundenstamm von dieser Firma. Ein weiteres Beispiel jetzt aus dem deutschen Raum ist die WKB Knowledge Base. Die ist auch angeschlossen an ein Bibliothekssystem, ein Electronic Resource Management System, das Laser heißt und von einer der Verbundzentralen betrieben wird. Hier kommen die Daten dann den Nutzern dieses Systems zugute und dazu ist zu wissen, dass das System Laser unserer Landschaft dann noch für die Konsortialteilnahmen eine besondere Bedeutung hat. Und die Daten in dieser Knowledge Base sind aber auch dann angeschlossen an andere Systeme. Da sind Datenflüsse hinter noch im Gange. Und die dritte im Bunde, die ich nennen will als Beispiel, ist die Global Open Knowledge Base, die GOKB. Das ist eine Paket-Knowledge Base, die systemunabhängig angelegt ist, wo in offener Community Daten gemeinsam kuratiert werden und über offene Schnittstellen dann eben an die Stellen gelangen können, die das interessiert, mit noch der Besonderheit, dass das jetzt hier in Deutschland eng konzipiert wird entlang der bibliografischen Referenznachweise, jetzt aktuell bereits im Bereich der E-Journals, aber für die E-Books gibt es da auch Hoffnung auf Lösungen, dass dieser eindeutige Bezug zwischen den Paketbeschreibungen und den bibliografischen Daten dann am Ende herzustellen ist.
wenn Sie noch Inspiration brauchen für die Identifizierung von Paketen, man kann ESLs dafür beantragen. ESLs sind eigentlich Identifier für Bibliotheken, aber wenn man es auf eine gewisse Art betrachtet, sind ja E-Book-Pakete auch so eine Art Bibliothek mit Bestand. Auf jeden Fall kann man Produkt-ESLs dafür beantragen. Das ist relativ niedrigschwellig, können Verlage auch selber machen. Bei der Deutschen ESL-Agentur an der Staatsbibliothek in Berlin ein Beispiel hier vom Springer Verlag. Die haben sich darum gekümmert, für ihre E-Book-Collection Wirtschaftswissenschaften das Siegel zu bekommen, ZDB2 SWI. Und dazu muss man dann eben wissen, dass diese Produkt-ESLs bei uns im Bibliothekskosmos an verschiedenen Stellen relativ viel Funktion tragen, einerseits eben bei der Paketidentifizierung, aber auch an den Stellen, wo die in den bibliografischen Daten eben ausgedrückt wird, dieser Titel ist in diesem Paket enthalten. Und das Ganze ist dann häufig wichtig zu kombinieren, das werden die Verlagsleute noch besser wissen als ich, mit dem Lizenzjahr, dass also klar wird, dieser Titel ist jetzt relevant für die Bibliothek, die dieses Paket in dem Jahr lizenziert hatte. Ja, dann kurz zusammenfassend, Bibliotheken sind in diesem Bereich glücklich, wenn Pakete eindeutig identifiziert sind, wenn Titellisten standardkonform und früh veröffentlicht werden, frei zugänglich sind oder selbstständig von den Verlagen in die Knowledge Bases eingepflegt werden. Und das hat der Berit vorhin auch schon gesagt, die stabilen IDs, die über Pakets- und Titelebene hinweg dann eben die eindeutige Zuordnungsbarkeit herstellen. Das ist so das, wofür unser Herz schlägt. Und ja, jetzt können wir uns noch ein bisschen darüber unterhalten, wie wir denn vielleicht mehr zusammenkommen können oder was jetzt Therapieansätze wären. Genau, wie kommen wir dahin, dass Bibliotheken glücklich werden? Und das sind die drei Bullet Points, sage ich mal, Kommunikation, Standards und Metadatenlieferungen. Kommunikation hatte ich schon gesagt, es wäre schön, wenn man verbindliche AnsprechpartnerInnen hätte und vor allen Dingen zeitnahe Informationen über Änderungen, sowohl inhaltlich als auch formal, aber auch zum Beispiel über Löschungen. Also es kommt auch vor, dass Sachen herausgenommen werden, wir das nicht mitkriegen, anbieten und dann beginnen wir theoretisch einen Rechtsbruch. Also sehr wichtig, auch solche Informationen zeitnah zu kommunizieren. Dann Standards gibt es einige, die hier auch schon zum Teil erwähnt wurden. Da können wir auch noch drüber diskutieren, wo man die erwartet, wo man die veröffentlichen kann oder vielleicht auch in welchen Foren die gemeinsam erarbeitet werden können. Metadatenlieferungen sind die üblichen Qualitätsansprüche, die hier schon mehrfach erwähnt wurden. So, und dann kommen wir zum Gesundungsprozess, in dem wir uns jetzt befinden, weil wir nämlich gleich anfangen wollen zu diskutieren. So wie wir hier zusammen sind, sollte es eigentlich der Start sein, dass wir uns regelmäßig austauschen und nicht immer nur innerhalb der jeweiligen Community uns gegenseitig beklagen. Das war es soweit von uns. An den Folien gibt es noch ein paar Anhänge mit mehr Informationen, zum Beispiel zu den Standards und so weiter. Ein paar Adressen sind da drauf. Das wird ja dann, glaube ich, auch hier veröffentlicht bzw. bereitgestellt. Genau, das stellen wir dann auf der Seite vom Börsenverein zusammen mit der Aufzeichnung vom Meeting zur Verfügung. Vielen, vielen Dank, liebe Jana, liebe Berit. Sehr aufschlussreich. Ich hoffe, es hat den Zuhörern hier auch viel neue Impulse gebracht und ihr seid herzlich eingeladen, eure Fragen, Bedenken, Anmerkungen, Therapievorschläge aufzubringen. Einfach kurz in den Chat schreiben und wir verteilen es dann sozusagen in die Öffentlichkeit und schauen, was wir dazu sagen finden. Herausfinden können. Zuerst hat erstmal allen die Sprache verschlagen. Ich glaube, es gab eine Handhebung oder sollte das ein anderes Symbol sein?
von Herrn Rolschewski. Das war nur ein Applaus für den hervorragenden Vortrag. Danke. Ich hatte schon nur das Standbild gesehen. Das Klatschen war schon beendet. Genau. Ich würde tatsächlich mal etwas in den Ring werfen, hier von Seiten des Hochschulbibliothekszentrums in NRW. Yeah. Genau, Miriam Konze, mein Name. Ich glaube, wenn ich so gucke auf die Teilnehmer, dann kennen mich wahrscheinlich auch schon ein paar. Genau, also ich arbeite bei der HBZ-Konsortialstelle und Jana hatte ja eben auch so nett schon unsere WKB als Knowledge Base erwähnt, die an unser EMS Laser angeschlossen ist. Und für alle, die es vielleicht jetzt in dem Rahmen noch nicht wissen, ganz kurz gesagt, also Laser wird von 10 Konsortialstellen in Deutschland eingesetzt zur Verwaltung und zum Management der eigenen Lizenzen. Daneben aber auch von Bibliotheken selber. Also wir haben 500 Einrichtungen deutschlandweit, die Laser nutzen und auch schon eine ganze Reihe davon, die sozusagen ihre außerkonsortialen Lizenzen in Laser managen. Und da haben wir jetzt auch seit einiger Zeit diese WKB als Knowledge Base. Und da, ich fand das auch ganz nett irgendwie mit diesen Therapieansätzen, weil das sind im Prinzip auch die Schmerzpunkte, die bei uns eben genannt wurden. Die kamen natürlich bei uns auch auf in der Community. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich bei uns die WKB anschaut, dann haben wir da auch so ein bisschen was ausgelagert an diesen Schmerzpunkten, die wir hatten, und haben zum Beispiel auch verstärkt mit den Anbietern selber schon gesprochen, die in der WKB eigentlich hauptsächlich pflegen. Also es sind jetzt über 60 Anbieter. Und da haben wir halt so Sachen ausgelagert, wie zum Beispiel einen konkreten zentralen Ansprechpartner für Metadaten auch. Also wir haben verschiedene Ansprechpartner technischer Natur oder für Metadaten. Ich werfe einfach vielleicht auch nochmal so einen zusätzlichen Identifier für Pakete mit in den Raum, weil wir uns da natürlich neben sowas wie ISIL, Paketsiegel auch gedacht haben, wir holen den Anbieter einfach da ab, wo er sozusagen etwas mit dem Paket anfangen kann, nämlich wie, ja, gibt es eine interne Kennung für ein Paket, sozusagen, was der Anbieter vergibt, weil ich hatte also, gestern, ja. Darf ich kurz dazwischen, Anbieter ist Verlag, ne? Beziehungsweise Großhändler oder wie auch derjenige, der euch absolut die E-Books anbietet. Ja? So ist okay. Es, genau. Und ich hatte gestern lustigerweise noch so ein schönes Beispiel mit dem Verlag OECD. Die pflegen auch schon seit anderthalb Jahren in der WKB und wir hatten so ein bisschen so geguckt, was kann man noch machen. Und die hatten zum Beispiel, bei denen hat sich tatsächlich der Paketname oder der Produktname, wenn man so will, geändert. Das haben die danach vollzogen. Das Schöne ist, dass sozusagen der Identifikator bleibt derselbe. Das heißt also, wenn man in Laser gucken will, womit verknüpft man seine Lizenz, ist trotzdem diese Frage immer noch beantwortet. Und um den Das ist jetzt so ein ganz kurzer Abriss und wer gerne mehr Informationen haben möchte, kann sich gerne an die HBZ-Konsortialstelle wenden. Aber um sozusagen diesen Bogen zu Metadaten zu spannen und damit das ganz kurz zusammenzufassen, arbeiten halt bei uns, da wir angegliedert sind an eine Verbundzentrale, halt auch eine Abteilung, die sozusagen sich mit der Einspielung von Metadaten in den Verbundkatalog beschäftigt, arbeitet halt auch schon mit diesen Daten, die dort auch im KBART-Format, so wie Jana das ja eben auch schon angesprochen hatte, also einem Standard oder zumindest an Empfehlungen, die NAISO rausgegeben hat. Damit arbeiten unsere Kolleginnen vom Verbund und nehmen das, um das zu konvertieren und dann einzuspielen. Und also ich kann mich nur anschließen. Ich finde, das war sehr gelungen zusammengefasst. Diese Schmerzpunkte, die haben wir auch. Und für vieles versuchen wir Lösungen zu finden und sind da auch immer für Feedback offen. Und soweit ich das jetzt in den letzten Monaten gesehen habe, gab es ja durchaus eine ganze Reihe von Verlagen, die sich aufgeschwungen haben, die KBART-Daten an euch zu schicken, auch diese Erweiterung vorzunehmen, die ihr vorgeschlagen habt, die übers NISO-Standard noch hinausgeht. Also zumindest da gibt es doch wenigstens schon kleine Lichtblicke zu sehen, oder dass das zustande kommt. Ja, ich finde das, eigentlich, außer dass wir ein sehr kleines Team sind und immer zu wenig Zeit ist, aber ich finde das eigentlich eine schöne Aufgabe. Ich muss auch sagen, dass ich immer total positiv aus diesen Meetings gehe, weil die Verlage dann auch selber sehen, warum
eine Pflege so sinnvoll ist. Das ist wirklich die Sichtbarkeit erhöht ja auch und die sozusagen, man will ja auch, wie eben ja gesagt wurde, die Inhalte sollen genutzt werden, die sollen gefunden werden. Und ich glaube, das bringt dann auf allen Seiten was. Und genau, also wir hatten an der WKB halt auch mit der NAISO Kontakt, die ja Kbert sozusagen diese Empfehlung rausgibt und sind darüber hinaus auch noch in Richtung Felderweiterung gegangen, die sozusagen noch mehr Informationen liefern. Und ja, die werden auch gut angenommen und in Absprache mit der NAISO ist es wohl auch kein Problem, diese Felderweiterung aufzunehmen, worüber wir auch happy sind, weil dann werden die Daten noch umfangreicher. Finde ich eine sehr schöne Ergänzung jetzt, dass an dem konkreten Beispiel eurer Knowledge Base, was eben das Ganze zum Funktionieren bringt. Und ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, dass ISIL als Identifizierung ist jetzt nur eine Möglichkeit, wenn man nichts anderes hat. Und alle Maßnahmen, die du jetzt genannt hast, sind ja auch Voraussetzungen dafür, dass das eben in jeder Knowledge Base dann funktionieren würde. Und das war das, worauf ich auch raus wollte mit dem Betonen, dass wenn die KBART-Dateien unter öffentlich verfügbaren URLs angeboten werden, dass dann eben so Automatisierungen möglich werden, in welcher Knowledge Base auch immer, wo die sich jetzt angliedert. Und da kommen wir dann eben an allen Ecken weiter, wenn wir eben darauf achten. Und dann wird ganz viel möglich. Also das ist auf jeden Fall, also für mich war auf jeden Fall dieses KBART-Bestandsinformation durchaus eine neue Sache im letzten Jahr. Aber so wie wir das heute gehört haben, erschließt sich die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit ja absolut dazu. Es gibt ja noch eine Frage im Chat, und zwar heißt die, gibt es Wünsche aus den Bibliotheken, was in einem Onyx-Format in Zukunft vielleicht noch mit drin sein sollte, was heute noch nicht geht? Wie seht ihr denn, das habt ihr, die Bibliotheken nehmen ja immer mehr auch die Onyx-Formate von den Verlagen an, was wir als sehr dankbar sind, weil wir uns dann nicht mit Mark 21 beschäftigen müssen. Aber eben die Frage ist berechtigt, wo wären denn zu einem Onyx-Format von euch die Schmerzpunkte? Gibt es da welche, die man spontan sagen kann, die helfen würden, die Verarbeitung sinnvoller zu machen oder noch mehr Freude daran zu haben, sagen wir mal, Onyx-Daten geliefert zu bekommen? Es gibt eine Meldung, Herbert. Ja, ich sehe es nicht. Wer ist es denn? Ja. Meine Meldung war zu was ganz anderem. Also darauf kann ich nicht antworten. Alles klar. Ich bin Verlag, bin keine Bibliothek. Okay, gleich. Andrea, kommen wir gleich zu dir. Mag jemand noch was zu der Frage sagen? Sonst lassen wir sie einfach mal stehen und wabern und kommen zum anderen Zeitpunkt drauf zurück. Die Frau Albrecht. Ja, Rita Albrecht, Hewes Verbundzentrale. Wir sitzen gerade in einer kleinen Arbeitsgruppe, die sich aus verschiedenen Verbundvertretern rekrutiert und befassen uns genau mit solchen Themen. Also wie müssen die Metadaten aussehen? Eigentlich eine ähnliche Geschichte als das, was wir jetzt gehört haben. Und wir haben uns in dem Zusammenhang auch mit Onyx gerade intensiver beschäftigt. Wir haben gerade vorhin eine Sitzung gehabt und hatten das Thema, dass man zum Beispiel die Produktinformationen, Paketinformationen, dafür gibt es kein klar definiertes Onyx-Element. Und die Frau Ladisch bringt mir jetzt bestimmt zur Seite. Wir hatten noch ein zweites. Das fällt mir aber jetzt spontan nicht ein. Muss ich gestehen, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber was bei uns halt auch auch im Zusammenhang eben mit den Paketinformationen uns noch so ein bisschen auf den Nägeln brennt in Onyx, sind eben auch diese Informationen, wenn dann ein Titel aus einem Paket gegebenenfalls wieder entfällt oder entfernt wird, wenn ein Titel gelöscht wird, wie das dann
mitgeteilt wird. Also auch diese Änderungen in solchen Paketzuschnitten in Onyx, auch das kann man natürlich, wenn man die Paketinformation selber schon nicht besonders gut ablegen kann, dann noch schlechter ablegen. Also auch das ist bei uns ein Desiderat, dass man das noch in irgendeiner Form vielleicht auch standardisiert ablegen kann, dass sie sich da auch alle einig sind, sodass wir dann dass dann auch alle Verbundzentralen, alle Bibliotheken und auch alle Verlage sich einig sind, wie man so eine Information transportieren kann. Also da kann ich jetzt für die Verlage mal schon antworten dafür, weil wir liefern in vielen Fällen die Paketzusammenhänge in den Related Products, in den Onyx Records, indem wir den Relation Code is contained in, also ein Teil von, verwenden. Aber Sie haben natürlich recht, Frau Albrecht, ganz genau im Detail ist es nicht definiert, also wie der Name des Identifiers dann ganz genau heißen soll und so weiter. Da gibt es keine endgültige Einigung drunter, sondern nur so eine Art von Gewohnheitswerten sozusagen. Ja, Paket. Man könnte auch die Collection benutzen zum Beispiel, also ja, es ist halt nicht so, es ist nicht eindeutig festgelegt und man kann dann bilateral so oder so vereinbaren, aber es wäre natürlich schön, wenn man da eine eindeutige Marschrichtung hätte aus unserer Sicht. Das ist richtig, das wäre mal ein Thema für die IG Produktmetadaten, dass man da eine einheitliche Vereinbarung trifft, wie man das kommuniziert und das dann auch breit bekannt gibt, sodass jeder damit rechnen kann, dass es auf die Art und Weise kommt. Also wir haben uns sogar bei Editeur direkt erkundigt, die konnten uns auch nichts Genaues sagen. Die wissen das auch nicht, das ist richtig. Ja, also konnten auch keine Best Practices oder so sagen. Ne? Ja. Also. Stimmt. Danke. Jetzt komme ich mal mit einer Zwischenfrage. Die Andrea Euchner steht schon lange auf. Okay, das tut mir leid. Ganz geduldig, aber ich muss auch ganz dringend weg. Ich wollte nur noch einen Schmerzpunkt aus Verlagssicht sagen. Wir arbeiten ja mit verschiedenen Partnern zusammen, denen wir die Daten schicken. Es gibt Partner, die sehr schnell agieren und sehr schnell die Daten einpflegen. Es gibt aber auch Partner, da kriegen wir mit, dass monatelang die Daten einfach nicht verarbeitet werden. Und da können wir dann auch immer nur die Bibliotheken bitten und appellieren, signalisiert auch euren Partnern, die Schnelligkeit ist einfach wichtig. Wir machen mit jeder Auslieferung, laden wir tagesaktuell die Daten hoch, beziehungsweise Herbert. Aber das muss halt der Partner auch weiterverarbeiten und das wäre unser Schmerzpunkt. Okay, und jetzt muss ich leider weg. Okay, du hörst von mir, Andrea, wenn sich da noch gerne weiter. Okay. Frau Block, zu dem schnellen Verarbeiten möchte ich aus Sicht einer Verbundzentrale noch eine Bemerkung machen. Also ich gehöre zur GBV-Verbundzentrale in Göttingen. Und also wir würden die Daten auch gerne schnell verarbeiten. Aber es kommt eben auch darauf an, wie groß ein Update ist. Wenn wir ein Update mit 10 Titeln bekommen, ist es schon relativ viel Aufwand. Und wir haben zurzeit auch sehr viel Arbeit eben mit Metadaten, die eigentlich nicht so recht irgendeinem Standard gehorchen. Oder Metadaten, bei denen die unvollständig sind. Da müssen wir also dann erstmal forschen, also wie vollständig sie sind. Und dass Verlage sich gegenseitig leider aufkaufen und dadurch dann die E-Books von einem Server auf einen anderen wandern. Und dann also, wenn man die URL nicht ändert, also der Zugriff nicht mehr gewährleistet ist. Mhm. Also von daher bitte ich dann also auch um Verständnis, dass in den Verbundzentralen ja viel Aufwand entsteht, um die Daten aktuell zu halten. Danke. Haben wir noch eine Frage im Chat? Da heißt es, wenn Verlage ihren Digitalvertrieb
an einen Dienstleister abgeben, sind die Metadaten an sich quasi schon bestmöglich verfügbar. So dann von Verlagsseite sorgfältig gepflegt. Natürlich, das stimmt. Macht es Sinn, dass Verlage dann zusätzlich Pakete schnüren und Paketinformationen etwa über WKB anbieten? Also so wie ich die Bibliotheken verstanden habe, wäre da ein dickes, großes Ja darauf zu antworten. Ist es so? Einfach mal nicken aus der Verlagswelt, das sieht man schon ein paar. Oder welche Meinungen gibt es dazu? Weil die WKB gerade erwähnt wird, würde ich vielleicht einfach unterstützend sagen, ja, weil auf jeden Fall macht das Sinn, weil bei uns in der WKB halt auch abseits, also die Verlage haben Möglichkeiten, Pakete sowohl automatisiert irgendwie anzulegen oder zumindest halb automatisiert, und dann vor allem die Aktualisierungsprozesse, die ja auch angesprochen haben, wurden schon sozusagen vollautomatisiert laufen zu lassen. Das heißt also, der Anbieter selber, der Verlag selber bestimmt den Rhythmus, in dem das Paket aktualisiert wird. Und abseits von dieser Titelebene, die dann immer aktuell wird, haben halt Verlage auch wirklich die Möglichkeit, noch ganz weitergehende Angaben zu machen in der WKB. Also sowas wie zum Beispiel den zentralen Ansprechpartner anzugeben, zum Beispiel, ob Statistiken im Counterformat irgendwie zur Verfügung stehen, ob zum Beispiel die Daten auch an Portico oder so geliefert werden. Also das sind halt alles Mehrwertinformationen, und ich würde sagen, das macht definitiv Sinn, weil in der Erfahrung kriegt der Verlag weniger Fragen. Zum Beispiel kann er Shibboleth unterstützen oder so, wenn er das in der WKB einträgt. Und ich würde sagen, da macht es absolut Sinn, auch wenn man sozusagen weiterdenkt. Danke. Dann gibt es eine Hand vom Herrn Wolczewski. Ja, Jörn Wolczewski, ich arbeite für die Zeitschriftendatenbank und bin auch an dem GoKB-Projekt, was erwähnt wurde, beteiligt. Aus meiner Sicht ist das Wichtigste, dass die Daten unter einer stabilen URL an einer Stelle, also überhaupt verfügbar sind. Weil wir ja auch gehört haben, es gibt mehrere Projekte, es gibt mehrere, ich sag mal, Dienstleister wie die Verbünde, die mit den Daten was machen. Die GoKB macht was mit den Daten, die WKB möchte was mit den Daten machen. Und für die Automatisierung unserer Prozesse ist es wirklich am wichtigsten, dass die Daten über irgendeinen Webserver unter einer stabilen URL bereitstehen, sodass wir die abholen können und dann unsere Prozesskette starten können. Insofern, das zentral zu pflegen ist Sinn. Ob man das jetzt in einer bestimmten Plattform macht, weiß ich nicht, ob es die richtige Lösung ist. Wie gesagt, meine Minimalanforderung wäre, was bei uns vieles vereinfachen würde, wenn die Daten einfach an einer Stelle frei zum Download zur Verfügung stehen. Dürfte das auch eine DOI sein? Wenn die aufgelöst wird, ja. Okay, das ist natürlich die Voraussetzung. Ja. Gut, danke. Jana, Berit, ich habe dich ein bisschen übergangen vorhin. Entschuldigung, komm gleich nochmal auf dich zurück. Jana. Ich finde, diese Frage zeigt jetzt auch sehr gut auf, dass wir da eben gedanklich schon so ein bisschen ein bisschen zweigleisig vorgegangen sind. Wir haben also einerseits davon geredet, die Kolleginnen von den Verbundzentralen hatten das eben in ihren Wortmeldungen auch aus der Praxis dann berichtet, dass eben in den bibliografischen Daten die Paketzuordnungen sind. Das war ja jetzt auch die Frage, ob trotzdem noch zusätzlich eben Paketinformationen Mehrwert bieten. Und also ich haue jetzt mal was raus. Meine Vorstellung wäre, dass das eigentlich viel besser eben aufgehoben wird, jetzt ist diese Paketinformation und gerade die Paketzuordnung, weil das eben jetzt erfahrungsgemäß, also beobachtend von unserer Seite, ja auch relativ dynamisch ist, wenn jetzt jede Paketänderung eines Titels eben eine Aktualisierung der bibliografischen Metadaten, der Onyx-Daten erforderlich macht, ist das ja viel mehr Aufwand, als wenn man jetzt einfach in seiner Paketbeschreibung, also das perspektivisch sagt, man pflegt diese
Zugehörigkeit, Titel zu Paket eben primär an dieser, in dieser Paketinformation in der Knowledge Base oder in allen Knowledge Bases, die halt irgendwie sich alle gleichermaßen aus Kbert-Dateien speisen, und hat dann eine Alternative geschaffen zu diesem ständigen Metadaten aktualisieren, nur weil eine Paketwanderung da irgendwo stattfindet. In der Praxis, aus eben Mangel an Alternativen, ist das jetzt heute auf jeden Fall so, dass wir das gerne in den Metadaten, in den bibliografischen Daten auch wirklich reinschreiben wollen, weil alles, was wir irgendwie an die Hand kriegen als Bibliotheken über diese Paketzugehörigkeit, das nehmen wir erstmal, weil wir das so dringend brauchen, um das uns da dann zuzusortieren und unsere Bestandsnachweise. Aber eigentlich ist das dieses Konstrukt mit den Knowledge Bases, an denen dann wo es den Standard im Kbert-Format gibt und an denen dann alle unsere Systeme sich anschließen können, an die eine oder die andere, ist da eigentlich eine super Lösung für dieses Problem, finde ich. Okay, Frau Albrecht. Ich bin da nicht so ganz dabei. Ich sage auch warum. Die Kbert-Daten sind ja doch sehr rudimentär. Und ich glaube, dass die Kbert-Daten, also diese Information, Paket, Sie haben es ja auch vorhin in dem Vortrag angedeutet, einen ganz wichtigen Zweck erfüllen im Bereich Erwerbung. Also wenn ich vorher schon mal gucken will, was ist in einem Paket drin, oder ich will das mit einem anderen Paket eines anderen Anbieters vergleichen, um die weiter Schnittstellen sind und sowas. Dafür ist das Kbert wunderbar, es ist schnell, es ist sehr, sehr handlungsfähig und so weiter. Aber, jetzt kommt das große Aber, für unsere Nachweise in den Verbunddatenbanken, die wir ja dann auch weiter benutzen für die Discovery Services, für die Bibliothekskataloge, also für alle Benutzeroberflächen, die wir damit füttern, reichen uns die Informationen, die in den Kbert-Daten sind, einfach nicht aus. Und das erwarten auch unsere Bibliotheken anders. Also vielleicht sind unsere Bibliotheken in Hessen besonders anspruchsvoll, ich weiß es nicht. Aber also deswegen ist für mich so der Trend, der jetzt so ein bisschen für mich herausklang, alles nach Kbert, der ist für mich falsch. Ich sehe das wirklich eher, so wie das auch in dem einen Chatbeitrag klang, als sich ergänzend. Also man hat eine sehr schnelle Information, wie gesagt, für Erwerbungszwecke besonders. Kbert, man hat eine erste Übersicht über die Pakete, aber wenn ich die Titel dann gekauft habe, dann brauche ich schon höherwertige Metadaten für die dauerhaften Nachweise in meinen Benutzeroberflächen, für eine ausgefeilte Recherche, für Facettenbildungen und so weiter und so fort. Das kann ich mit Kbert-Daten, glaube ich, nicht realisieren. Das ist wahrscheinlich so. Ich muss jetzt mal kurze technische Zwischenbemerkung machen. Eigentlich war unsere Zeitspanne so grundsätzlich zwischen 4 und 5. Jetzt ist es gleich 4:15. Für mich kein Problem. Wir können gerne noch ein bisschen weiter diskutieren. Offensichtlich ist es ein spannendes Thema und es haben immer noch über 100 Teilnehmer hier drin. Also es scheint nicht langweilig zu werden. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal noch laufen und wer sich verabschieden muss, verabschiedet sich eben. Aber ansonsten können wir gerne noch ein bisschen fortsetzen. Ja, dann möchtest du direkt darauf antworten. Ja, sehr gerne. Das finde ich super, dass Frau Albrecht nochmal diese Sichtweise so darstellt, weil das glaube ich, ein ganz häufiges Missverständnis ist. Und ich möchte auf gar keinen Fall in meinem Kick-Off-Teil da den Eindruck erweckt haben wollen, dass das irgendwie nur das eine oder nur das andere bestehen könnte, Paketinformation oder bibliografische Daten. Nein, das ist bibliografische Daten, das ist has a right on its own. Das ist vollkommen klar. Aber eben deswegen habe ich versucht, das immer so zu betonen, die Titellisten, die Listen der enthaltenen Titel müssen halt die Anforderungen erfüllen, dass sie eine Identifizierungsmöglichkeit bieten, die halt sich auf die bibliografischen Daten, die immer separat bestehen,
müssen beziehen können. Und dann werden wir das halt los, diesen Paketbezug in den bibliografischen Daten, der halt im Handling wegen Schnelllebigkeit dann einfach Nachteile hat. Darum, denke ich, geht es, das zu begreifen, eben die Paketinformation als eine weitere eigenständige Beschreibung mit eigenem Nachweissystem, die jetzt einfach dazugekommen ist, seitdem wir diese Verkaufseinheit in Bibliothekszeitaltern gesprochen, ja relativ jung haben. Also das, denke ich, ist das Neue. Und Johann, darf ich einen Satz sagen? Gerne. Ja, aber wir brauchen, das habe ich in meinem Beitrag vergessen zu sagen, wir brauchen die Paketinformation trotzdem auch in den bibliografischen Daten nochmal als Information, die wir für verschiedene Zwecke, das ist sicherlich dann auch von Verbund zu Verbund, Bibliothek zu Bibliothek ganz anders gelagert, aber wir brauchen die auch nochmal in den Metadaten. Mhm. Ne? Aber zu anderen Zwecken als, wie gesagt, die Keber-Daten. Absolut. Okay. Jetzt haben wir noch eine Hand von Herrn Wolczewski nochmal. Ja, auch eine Anmerkung. Frau Albrecht, ich bin da total bei Ihnen, dass die KMAT-Daten für eine vollständige Titelaufnahme unzureichend sind. Die Stärke von KMAT sind aber die enthaltenen Identifier, die es uns ermöglichen, die entsprechenden Titel gegen unsere Bibliografien zu matchen. Und bei vielen Verlagspaketen, ich spreche jetzt für den Bereich Zeitschriften, haben wir schon eine sehr hohe Abdeckung. Wir haben in unseren Katalogen bereits die entsprechenden Titelnachweise und müssen die entsprechenden Lizenzen, die über die KMAT abgebildet sind, gegen die vorhandenen Daten matchen und anreichern, die entsprechenden URLs übernehmen, das Produktkennzeichen einspielen und so weiter. Für mich zeigt sich da aber im Alltag, dass KMAT dann relativ gut geeignetes Format ist für einen Großteil der Aufgaben. Für Neuaufnahmen bin ich voll bei Ihnen, brauchen wir mehr Informationen. Das klang ja aber auch an, durch den Beitrag der Kollegin vom HBZ, dass wir da ja in Diskussion mit dem entsprechenden KBAT-Committee sind, um KBAT gegebenenfalls noch um weitere bibliografische Informationen anzureichern, die gegebenenfalls für eine minimale Titelaufnahme in unser Nachweissystem ausreichend ist. Ja, und ich, soweit ich es verstanden habe und sehe aus der täglichen Arbeit, sind die KBAT-Informationen zu Zeitschriftenartikeln auch im Verhältnis zur Gesamtinformation mehr als die KBAT-Informationen zu einem Buch, zu einer Monographie. Mal zum Beispiel nur den einen Autor und so weiter, was bei Monographien, gerade bei wissenschaftlichen Sachen, natürlich sehr häufig nur so eine Art Teaser ist und in keiner Weise die vollständige Information. Die Frau Block hatte noch sich gemeldet. Bitte, Frau Block. Sie gehen auf jeden Fall davon aus, dass jeder Teil eines Paketes einen stabilen Identifier hat, ne? Ja. Das ist leider nicht so. Ja, und da das nicht so ist, brauche ich also für Updates also mehr Informationen, um also gegebenenfalls diesen fehlenden Identifier zu ersetzen. Ja, ich glaube, da ist im Verlagswesen die Aufmerksamkeit dafür, dass diese Pakete auch wie eine Art Reihe oder eben Zusammenstellung sinnvoll ist und nachvollziehbar ist und dauerhaft konsistent ist, die ist noch nicht so richtig durchgesickert. Das sind wir, glaube ich, gerade dabei, diese Information, dieses Wissen wirklich auch in die Verlagswelt einsickern zu lassen und dass sich das dort mehr und mehr festsetzt. Ich möchte nochmal die Frau Kreidel bitten, Sie hatten vorhin einen Eintrag im Chat, die Rückmeldung aus den Bibliotheken zu einem vollständigen oder nicht vollständigen Paket. Vielleicht können Sie es noch ein bisschen erläutern, was die Idee hinter der Frage war. Ja, gerne. Also wir haben ja, also ich finde, die Punkte, die wir angesprochen haben, waren genau das, was uns wirklich wehtut. Aber wir sind als TH Wildau, also eine kleine Fachhochschulbibliothek mit aber relativ großem E-Book-Bestand. Wir haben das Problem, selbst wenn wir was merken, uns fehlen da 10 E-Books irgendwie in einem Paket, ja, was dann? Sollen wir dann an die Verlage, an die WKB,
an unseren Konsortien. So, also diese Strukturen müssen wir auch stärken zwischen den Akteuren, die wir jetzt alle angesprochen haben, Verbundzentralen und Endkunden und Bibliotheken, dass sie auch, dass wir diese Strukturen auch stärken, das war mir noch wichtig, ne? Dass wir jetzt nicht nur über die Verarbeitung von Verbundzentralen, weil wir wissen alles, Verbundzentralen, die gehen auch in die Knie. Also die haben ja auch wirklich bei 180 Bibliotheken, die sind wirklich am Managen. Ne? Da kommen Datenlieferungen, die nachbearbeitet müssen, die nicht in Ordnung, also die noch viel Aufwand fordern. Ne? Und dann sollen wir noch rückmelden, übrigens in TH Bildorf fehlen 10 E-Books. Also das funktioniert irgendwie dann auch nicht. Ne? Da müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir dann diese Struktur noch stärken. Das war mein Punkt. Das wäre dann die Clearingstelle Metadaten. Ja, oder feste Ansprechpartner. Oder wenn ich weiß, ich rufe jetzt da an bei unserem Account Manager zum Beispiel, dass der sagt, okay, ich weiß Bescheid, ich gebe das weiter an Person XY und da gucken wir dann, wie wir dann die Strukturen wieder bedienen, dass das dann nachgeladen wird. Ich weiß es nicht, wie es funktionieren kann, aber irgendwie, da ist bei uns ein Gap, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Dass wir nicht wissen, wohin mit unserem Schmerz sozusagen. In Onyx-Datenmeldungen gibt es immer einen Header, in dem drinstehen sollte, wer ist der Ansprechpartner beim Absender. In meinen Daten, die ich in der Welt rumschicke, ist es auch recht sicher, dass das tatsächlich so ist. Ich hoffe, Sie haben da nicht allzu viele anderslautende Erfahrungen gemacht. Bei uns kommt, nein, bei uns steht da nichts mehr drin. Also wir arbeiten noch nicht mit Onyx-Daten in der Bibliothek. Ne? Also das ist von der Struktur, die wird nicht bedient mit Onyx-Daten. Mhm. Das sind Marktdaten, bibliothekarisches Format. Ne? Ja. Frau Ladisch. Ja, genau, auf diese Anfrage zurückgespielt. Ich bin ja von der Verbundzentrale vom SWB. Das ist tatsächlich ein Problem, das wir auch haben, dass wir beispielsweise Metadaten einspielen und dann melden uns Bibliotheken zurück. Naja, ihr habt hier jetzt 50 Titel eingespielt für ein bestimmtes Paket. Der Verlag hat mir aber gesagt, wir haben da 100. Und jetzt ist die Frage, wo hakt es denn? Fehlen einfach nur die Metadaten, der Zugriff auf diese restlichen 50 ist aber gegeben. Woher kriegen wir jetzt die Metadaten? Oder ist vielleicht die Information, dass es eigentlich 100 Titel sind, einfach falsch und es sind in Wirklichkeit halt wirklich nur 50? Und genau diese Kommunikation ist in der Tat ein bisschen schwierig, weil wir da eben eigentlich im Dreieck kommunizieren müssen, weil wir kaufen natürlich nicht die E-Books, sondern wir verarbeiten nur die Metadaten als Dienstleister de facto für die Bibliothek. Die Bibliothek sollte hoffentlich wissen, was sie gekauft hat, aber muss im Prinzip dann eigentlich mit dem Verlag auch nochmal Rücksprache halten. Habe ich denn jetzt 100 Titel gekauft oder halt doch nur 50? Und dann muss der Verlag auch irgendwie wieder mit den Metadaten Updates dann wieder uns gegenüber rüberrücken, damit wir dann die restlichen, die fehlenden Titel auch einspielen können. Und das ist in der Tat ein bisschen schwierig, da diese Kommunikation zu gestalten, weil man halt in dem Moment einfach nicht weiß, wo hängt denn das Problem? Hängt es wirklich nur an den Metadaten oder gibt es da auch auf Vertragsebene oder auf Verkaufsebene quasi schon Probleme? Und ich habe da jetzt offen gesagt auch keine Lösung, aber ich glaube, dass da für uns als Verbundzentrale es eben auch wieder super wichtig ist, dass wir dann auch die Ansprechpartner eben bei den Verlagen auch haben, damit wir sowas dann auch relativ schnell klären können, woran liegt es. Das war ja als Schmerzpunkt vorhin auch schon deutlich genannt worden. In der Tat, ja. Frau Konze. Ja, vielleicht ganz kurz aus der Erfahrung und nochmal in Bezug auf das, was Frau Keidel gesagt hatte. Also bei uns zeigt die Erfahrung, also wir haben jetzt seit 2 Jahren verstärkt mit E-Books zu tun und auch in NRW mit großen EBS, Pick-and-Choose-Modellen. Das heißt also, deswegen mussten wir zum Beispiel auch unser Lasersystem dahingehend auch noch mehr ausbauen. Also die Erfahrung zeigt dadurch, dass die Anbieter so verstärkt in der WKB auch wirklich diese Kontakte ausfüllen, dass unsere Einrichtungen, die dann in Laser irgendwie unterwegs sind, schneller auch den passenden Kontakt oder Ansprechpartner finden. Und das Ganze auch sich zum Beispiel bei, weiß ich nicht, fehlendem Zugriff oder irgendwie mir fehlt halt hier irgendwie ein E-Book, auf das kann ich nicht zugreifen oder ne, die Lieferung ist nicht vollständig, dass sich solche Fragen
schneller klären lassen, aber ich glaube halt auch, dass es ein Prozess ist, bis sich dann solche Sachen dann auch wirklich einspielen. Aber innerhalb dieser 2 Jahre habe ich auf jeden Fall das Gefühl, da ist eine deutliche Verbesserung zu sehen, gerade bei solchen Problemen. Danke, auch schön positive Sichten und Verbesserungen zu hören. Sollte man auch nicht einfach weglassen, sondern immer wieder benennen. Ja. So, ich glaube, so langsam ist unsere Runde rund. Wir haben im Chat nichts mehr stehen und auch die gerade angesprochenen Themas. Aber die Berit hast du jetzt immer noch nicht drangenommen. Die Berit habe ich nicht drangenommen, aber das hatte seinen Grund, wir haben uns kurz verständigt. Ach so, okay, prima. Ich habe vor allem jetzt 2 Punkte mitgenommen aus der Runde. Das eine ist ganz wichtig, ist die Kommunikation zwischen den beteiligten Partnern, dass man weiß, mit wem man auf der anderen Seite sprechen kann, muss und dass da kompetente Antworten zurückkommen. Und ich habe nochmal viel, viel deutlicher verstanden, wie wichtig es für die Bibliotheken ist, dass die Zusammenhänge, also die Paketlistungen in Form von K-BART und in Form von den Holdings wie WKB und ähnliche, dass die Verlage die wirklich gut versorgen, damit sich die Bibliotheken dort informieren können, was ist denn in den Paketen tatsächlich drin und aus was setzen die sich zusammen und dass diese Informationen auch tatsächlich gut und zeitnah aktualisiert werden und man dort aktuelle Informationen abrufen kann. Das waren jetzt wie so die 2 wesentlichsten Punkte, die bei mir aus dem Ganzen hängen geblieben sind. Es gibt sicherlich noch einiges andere, was jeder und jede für sich so mitgenommen hat oder nehmen konnte. Ja, Berit, gerne noch. Ja, das hast du eben auch schon schön gesagt, Herbert. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was Frau Albrecht gesagt hat. Das, was aus den Listen kommt, ist das eine. Das ist ja letztendlich Bestandsverwaltung. Ich möchte nochmal darauf hinaus, was die Discovery-Systeme übernehmen müssen. Also wir indexieren zum Beispiel die Produktsiegel oder Paketzuordnung als Collection Code. Und das ist, wenn das dynamisch ist, ist das absolut tödlich für Discovery-Systeme, weil man gar nicht so schnell hinterherkommt, die Daten zu aktualisieren. Und also ist die Frage natürlich, wozu muss man das indexieren? Ne? Es braucht, also normaler Nutzender braucht es nicht, behaupte ich mal. Aber es ist auch durchaus ein Instrument, was bei uns im Haus genutzt wird, um Paketzuordnungen nachzuvollziehen und auch zu gucken, wie werden die präsentiert für die Nutzung. Und deshalb möchte ich nochmal dafür plädieren, Paketzuordnungen sind sehr wichtig und am schönsten wäre es, wenn man dafür ein kontrolliertes Vokabular hätte. Das ist natürlich eine Wunschvorstellung bei dem dynamischen Markt, wahrscheinlich auch nicht zu realisieren, aber ja, eine Clearingstelle fände ich schon mal gut, dass man jetzt nicht Wildwuchs hat. Also ich weiß es, ich bin jetzt auch nicht die Super-Expertin, aber ich kenne E-Books bei uns, die 3 oder 4 Kollektionen zugeordnet sind. Das macht es nicht einfach, weil man unter Umständen nicht weiß, welche Zugriffs-URL soll ich anbieten. Und im Discovery-System ist es oft nur eine. Also man hat da nicht 5 untereinander, sondern eine. Welche ist jetzt die genau richtige? Ja. Gut, wir werden nicht kurz an Problemen werden, denke ich, in den nächsten Wochen und Jahren. 17.30 Uhr, wir haben eine sehr umfangreiche Diskussion jetzt doch noch gehabt. Ich danke allen Beteiligten, allen Zuhörern viel, viel mal und möchte dann an der Stelle die heutige Metadaten-Lounge beschließen und noch einen kurzen Verweis auf die nächste geben. Die ist am 7. Juni 2023 und da geht es dann um Preise und die Art und Weise, wie man Preise am besten kommuniziert. Und zwar nicht nur den ganz normalen Ladenpreis, sondern eben auch solche Spezialitäten wie Bibliothekspreise, Preise bei Bezug der Reihe, E-Book-Aktionen und, und. Das ist für die Bibliotheken jetzt nicht ganz so spannend, aber für die Verlags- und Handelsmenschen natürlich umso mehr.
Ja, und damit darf ich den Tag für heute beschließen. Xenia, muss ich noch irgendwas hinzufügen, abschließen, beenden oder so? Nein, alles gesagt, glaube ich. Wunderbar. Dann danke ich vielmals allen Beteiligten und freue mich auf ein Wiedersehen, vielleicht am 7. Juni. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss. Danke gleichfalls. Tschüss.